Es ging heiß her um die europäische Copyright-Direktive. In der letzten Woche haben zehntausende Menschen gegen die Direktive und vor allem gegen Artikel 13 und 11 demonstriert, während gewisse Politiker es dann für angemessen hielten, einfach mal zu unterstellen, dass die meisten oder dass einige Demonstranten davon tatsächlich einfach gekauft gewesen sein sollen. Gleichzeitig war zu beobachten, dass die Verlage und die Medienindustrie generell eine massive Propagandaanstrengung unternommen hat, um das Ganze irgendwie positiv zu framen, indem sie gesagt haben, Hashtag Yes to Copyright und Vote for Culture. Und es wurde gleichzeitig auch noch bekannt, dass gerade der Beschluss zu Artikel 13 wohl Teil eines Kuhhandels war zwischen Macron und Merkel, der auf der anderen Seite beinhaltet hat, dass Frankreich seine Unterstützung für die Gaspipeline Nord Stream 2 zusagt, was an sich irgendwie eine vernünftige Sache ist, weil die Alternative, und zwar Flüssiggas aus den USA, teuer über den Atlantik zu schippern, ist umweltschädlich und teuer und macht noch viel weniger Sinn. Deswegen ist das schon eigentlich keine so schlechte Sache in der Sache selbst, aber sollten solche wichtigen Entscheidungen wirklich in Form von so einem Kuhhandel entschieden werden? Naja, ich habe da meine Bedenken. Und ja, jetzt hat dieses ganze Drama gestern seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden, indem das Europäische Parlament die Copyright-Direktive beschlossen hat, inklusive Artikel 11 und 13. Naja, ich werde jetzt erstmal mich vor den Bundestag begeben und dort unsere Mahnwache aufbauen. So, hier sind wir wieder. Jetzt vor dem Bundestag in alter Frische. Der Regen ist auch weitergezogen. Wunderbar. So, hier noch einmal justieren. Und ja, mit der Urheberrechtsreform ist es jetzt so, dass man sich natürlich fragen kann, warum? Warum wird so etwas gemacht, obwohl es gegen den Willen der Leute ist, obwohl es wirklich unvorhersehbare oder vorhersehbar schlechte Konsequenzen, schlechte Auswirkungen hat, einfach ein schädliches Gesetz ist. Und ja, bedient sich dabei auch noch solcher Methoden wie einfach der Diffamierung von Leuten, die sich politisch einsetzen. Und die Antwort ist ganz einfach. Es geht darum, das Problem ist, dass die politisch Führenden einfach nicht im Sinne der Allgemeinheit handeln. Sie handeln nicht im Sinne des Allgemeinwohls, sondern für bestimmte Partikularinteresse. Vielleicht ihr eigenes Interesse, vielleicht das Interesse von anderen. Da kann man nur spekulieren, aber es ist offensichtlich so, dass das nicht im Interesse des Allgemeinwohls ist. Und das wiederum ist völlig verantwortungslos und muss geändert werden. Und die gute Nachricht ist, wir können das ändern. Wir können das hier in einer Demokratie einfach ändern, indem wir unser Kreuz machen. Das ist ein großes Privileg, das viele Menschen auf der Welt gerne genießen würden. Aber wir sollten auch mal Gebrauch davon machen. Wir sollten einfach aufhören, immer die gleichen Parteien zu wählen und anderen Parteien, kleineren Parteien, neuen Parteien, jungen Parteien eine Chance geben. Und die Europawahl ist dafür eine wunderbare Gelegenheit, denn da gibt es keine 5%-Hürde. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt hier eine Runde vor Bundestag meditieren und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Macht's gut. Es ist jetzt ziemlich genau 5 Uhr. Und ich bin auf dem Heimweg und wollte noch hinzufügen, dass wir von Menschliche Welt genau so eine Alternative sind, die man wählen kann bei der Europawahl. Da treten wir an, da trete ich als Kandidat an, um grundlegend etwas zu verändern. Wir stehen für eine verantwortungsvolle und ethische Politik mit grundlegend neuen Konzepten für eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft.
Wenn du mehr davon erfahren willst, dann schau dich einfach um auf unserer Webseite menschlichewelt.de oder auf unserem YouTube-Kanal. So, macht's gut, bis morgen.